Ein Hallo zusammen, willkommen zu einem weiteren Part von Reason 2. So, wir kratzen uns erstmal am Arsch. Ja, so, jetzt hat es auch erledigt. Wo müssen wir denn hin? Ja, stimmt, wir sollten nach Osten gehen. Nicht nach Norden, da es gefährlich ist. Also, tun wir diesmal auch direkt. Vorher speichern wir nochmal ab. Oh, leck. Steck ja nichts ein. Ja, ist auch in Ordnung. Wir gehen auch direkt wieder weg. So, wir gehen direkt mal weiter hier. Bevor wir zu lang begammeln hier und wenn keine. Leck. Leck? Gut. Naja, auch egal. Was ist denn los? So, jetzt gehen wir mal hier durch die Höhle, die kleine Höhle zumindest. Ein Schweinchen. Ja, daneben willst du mich verarschen. Warum leckt das jetzt so? Wir machen nach dem Kampf mal einen kleinen Schnitt hier. Und wir machen mal, oder? Mal gucken, ob er jetzt wiederkommt. Keine Ahnung, warum gerade Lecks on Marsen da sind. Das sind auf jeden Fall sehr komisch, schon wieder Grafikbugs. Ja, naja, gehen wir mal weiter. Einstecken, Proviant natürlich. Warte, Äffchens. Du Äffchen. Und da sollte man nicht lang, genau. Das ist aber. E ist Osten gewesen, ne? Ja. Süden, Westen, E ist East. Ja, Osten. Gut, gehen wir mal da lang. So, wo lang gehen wir eigentlich genau? Ach, durch die Höhle hier. Okay, gut, tun wir diesmal. Natürlich wieder einsammeln alles. Vielleicht kann man auch irgendwas brauen nachher. Kann ich jetzt noch nicht sagen. Was ist das? Ein Ghoul. Wow, 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 wow. Ah, jetzt von hinten. Was? Was ist das? Ein Ghoul? Das sieht ja echt irre aus. So. Ich hoffe mal, wir gehen hier richtig. Nicht, dass ich jetzt eine Sackgasse oder sowas rauskomme. Ja. Zum Thema nicht, dass wir in eine Sackgasse rauskommen. Ja, komm. Und zack, gehen wir hier raus. Kommen wir auch irgendwo anders lang? Da oben kann man. Ach, ich sehe es gerade, hier ist das Ende. Das heißt, wir können hier durch. Da sind wir. Gut. Gut, dann gehen wir nochmal da lang. Aber was ist es im Norden, wo wir da lang gehen? Ich speichere mal lieber ab. So. Und ja. So, wir fressen noch einmal. Wir haben noch 7 Proviante. Bisschen riskant eigentlich. Und klein Äffchen. Kommt her, Äffchen. Nee, gar nicht. Das sind Termiten. Boah, sind die groß. Aus der Reichweite, Herr Koll. Ah, stirb! Also das Kampfsystem ist echt ein bisschen schwieriger als in Risen 1. Das finde ich auch schade, dass die es leider über Bord geworfen haben. Da erstmal eine Schalenblüte mitnehmen. Aber leider ist es nicht so wie in Risen 1. Schade, schade, echt schade. Aber es ist ja auch egal. So, wir gehen nach Osten, genau. Gut. Ja, genau richtig. So lang wollte ich gehen. Moment, so. Mal abspeichern. Okay. Äffchen. Da unten ist, glaube ich, die Piraten. Nein, wir müssen. Da müssen wir durch. Ja, genau. Gut, packen wir mal das Schwert wieder so lang weg. Ah, oh, leck. Oh, Leute, was ist denn los?
Spiel. Ich mache eben kurz einen kleinen Cut, mal gucken. So, wieder en masse. So, mal gucken. Vielleicht ist es auch nur einfach auf Raps wieder am Rumspacken. Hey du, wo willst du hin? Ich suche das Piratennest. Moment, du kommst doch aus Puerto Sacarico. Gehörst du etwa zur Inquisition? Nicht mehr. Sie haben mich rausgeschmissen. So. Und woher weiß ich, dass du kein Spion bist? Bei euch gibt's doch gar nichts zu spionieren. Ha, natürlich. Und was? Na, wie viele wir sind zum Beispiel. Ach, es gibt nichts, das mich weniger interessiert. Warum sollte ich dir glauben? Ich bin mit Patty unterwegs, der Tochter von Captain Stahlbart. Stahlbart hat viele Töchter. Sie ist seine Lieblingstochter. Tja, vermutlich hast du recht. Alles klar, öffne das Tor! Hey, dank Silberzunge. Aber sieht schön aus, so famoses Holz, das auch schon älter ist. Oh, eine Fackel. Und da oben ist ein Krog. Da drüben ist sicherlich auch noch was. Proviant. Warte, speichern wir mal ab und gehen hier so leicht rein. Weil das ist eine schöne Kiste, die ich haben will, aber ich weiß jetzt nicht, ob ich das erlaubt ist, hier reinzugehen. Deswegen machen wir das einfach mal so. Machen wir ein rohes Fleisch auch noch. So. Sieh zu, dass du Land gewinnst. Wisse, ich durfte da gar nicht rein. Was, 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 was? Ach so. Nett. Naja, gehen wir mal runter zur Piratenhöhle. Also Piratenschlucht. Warte, warte, warte. Da ist noch Goldkehle. Ja, wie ihr gemerkt habt, die letzten Part habe ich gesagt, dass es eine halbe Stunde machen werde, aber doch nicht gemacht habe. Wir 5 Minuten Parts draus. Ja, habe ich mich doch anders entschieden zu. Oh, 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 böser. Aber wieso? Ich verstehe es nicht. Ich mache nochmal einen kleinen Cut. Bis gleich. So, da sind wir auch wieder. Mal gucken. Ich bin mal echt gespannt. Nee. Eine Werkbank. Ich bin kein Waffenschmied. Barney. Hä? Ja. Was hast du gesagt? Ah, gar nichts. Handelst du mit Pistolen? Du musst mir nach links sprechen. Rechts höre ich nicht mehr so gut. Hast wohl zu viel geballert, wie? Ich bin Barney. Wenn du was über Pistolen wissen willst, ich weiß es. Ich will eine Pistole haben. Glaub mal ja nicht, dass du mir meine Sachen klauen. Ich krieg immer noch alles mit. Dir haben sie aber ganz ordentlich eine verpasst, hm? Ich bezahle auch dafür. Sag mir einfach, was du brauchst. Naja, ist es egal. So. Was hat denn hier? Patronenbeutel? Hat irgendwo eine Kiste für später, wo ich nochmal einbrechen könnte vielleicht? Nee, leider nicht. Aber Patronenbeutelchen, das ist schon mal gut. Ja, das Spiel sieht teilweise komisch aus. Ist das der? Hey, komm mal. Warte mal, erstmal Piratenkluft. Ich habe einen Ausfall. Okay, gut. Suchst du eine Schaufel? Bei mir findest du alles, was du brauchst. Wenn du kein Gold hast, nehme ich auch dein altes Zeug in Zahlung. Zeig mir mal Zeig deine mir Ware. deine Ware. So, erstmal gucken, was wir verkaufen können. Das ist einmal das. Nein, 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 das verkaufen wir nicht. So, Heldenkraut weg. Also, wie viel angebracht können wir für schwere körperliche Arbeit? Okay. So. Rohes Fleisch, das können wir als Proviant gebrauchen. So, machen wir mal so. Was hat denn der so Schönes? Schädel, Fackel, Schaufel. Zum Schaufeln oder aus Gräber. Zum Goldhacken. Wie teuer sind die? 150? Lest es gerade auch hier. Wird benutzt, um Gliedmaßen oder Klauen abzutrennen.
Okay. Wir gehen einfach in die Kiste. Goldbrocken. Nice. Ja. Ich hätte mal auch reingedurft. Ich weiß es nicht. Ich will es auch jetzt nicht testen. So, wir gehen jetzt erstmal hier rein. Raus hier! Ja, sorry. Ja, geh nur. Boah. Und freudiges Pack. Können wir hier runter? Wow. Morris, warte. Hey, mal. Neu hier, was? Ich bin Morris, einer von Stahlbarts Männern. Was machst du hier? Nicht viel. Ohne Gold gibt's keinen Rum, keine Huren, gar nichts. Also hänge ich ein bisschen rum und halt die Augen auf. Nee, will ich nicht wissen. Wer ist denn das, der Hübsche da unten? Hey, was machst du hier? Ich bin auf der Suche nach Stahlbart. Dann sieh zu, dass du bei ihm aufs Schiff kommst. Wir haben schon genug Piraten, die sich hier niederlassen. Wenn Stahlbart ablegt, werde ich dabei sein. Gut, solange du hier bist, kannst du saufen. Also geh zur Buß und hol dir einen Rum. Was kannst du mir über Buß erzählen? Junge, du bist nicht von hier, was? Buß ist der Mann mit dem Rum. Und der Mann mit dem Rum ist der Mann mit dem Gold. Er hat das alles hier aufgebaut. Und er bezahlt mich, damit ich darauf aufpasse. Und ich mag Gold. Kapiert, was ich meine? Ei. Ei. Da unten ist doch der Schmied, wo wir eigentlich hin sollten. Nur noch diese rote Kappe oder halt Perle besorgen sollten. Hast du nichts zu tun? Dann schlepp Wasser. Hey, ich will nur ein bisschen quatschen. Na wegen mir, aber mach schnell. Zeig mal. Kannst du mir Schmieden beibringen? Kannst du mir Schmieden beibringen? Du kannst Wasser schleppen. Ich brauch niemanden, der mir im Weg rumsteht. Ich will nicht für dich arbeiten. Ich will meine eigenen Klingen schmieden. Das ist unter Piraten nicht gerade sehr verbreitet. Die meisten wollen nur kämpfen. Also gut. Aber du wirst mich dafür bezahlen. Mein Wissen ist kostbar. Okay, zeig mal deinen Schmieden. Boah, tausend Gold. Kaufst du auch Dietrich? Verkaufst du auch Dietriche? Was willst du denn mit einem Dietrich, Junge? Damit rennst du doch nur durch unseren schönen Hafen und plünderst unsere Truhen. Lago steckt in Schwierigkeiten. Verarsch mich nicht. Ich kenne nur einen Lago. Und der ist nicht auf Takarigua. Ich habe selbst mit ihm geredet. Na, das ist ja ein toller Beweis. Ja, ich habe doch die Kappe von ihm. Komm schon, ich brauche einen Dietrich. Solange du mir nicht sagst, wofür du das Ding brauchst, bekommst du gar nichts von mir. Ich frag mich gerade. Wie ist die Lage? Nein. Unsere Klingen sind scharf und unser Pulver ist trocken. Außerdem haben wir ein dickes Tor. Da kann die Inquisition ruhig kommen. Und wenn sie über den Strand angreifen? Ach, weißt du, wenn die Protektoren ein Tor sehen, dann greifen sie das auch an. Darüber mache ich mir keine Sorgen. Aber die Mistviecher kommen aus dem Meer. Vor ein paar Nächten stand eine riesige Krabbe direkt vor der Kneipe. Wenn wir nicht aufpassen, holen sie uns noch im Schlaf. Was unternehmt ihr dagegen? Boost hat Stahlbart gesagt, er soll sich darum kümmern. Schließlich tauchen die Biester erst auf, seit er hier ist. Ist das so? Vielleicht ist es sein Fluch, vielleicht auch nicht. Wir werden's wissen, wenn er endlich wieder ablegt. Lago steckt in Schwierigkeiten. Verarsch mich nicht. Ich hab... Na, das ist... Naja, vielleicht können wir es auch anderen machen. So, wo ist I? Zur Kopfbedeckung, Piratenhut. Wir haben ihn doch das geklaut, oder nicht? Warte, gucken wir mal. Hä, wo ist denn die rote Kappe bitte, Leute? Googelt, bla 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 bla. Die Kappe ist weg. Können wir doch hier schnell reinreisen? Gut. Gut, gehen wir mal schnell dahin und gehen nochmal zur Baumwollenernte. Ja, wir machen wieder ein 3-Minuten-Ding. Und gucken, ob das jetzt wirklich ein 3-Minuten-Part wird. Und das Haus ist noch nicht geladen. Ganz toll. Toller Bug. Ja, lag. Mhm.
den ich vorher nie hier hatte, aber jetzt habe. Weshalb auch immer. Ach, ich verstehe es nicht, Leute. Echt nicht. Wenn das so weitergeht, dann muss ich leider das Projekt beenden. Weil ich kann nie so spielen. Bei meiner Grafikkarte. LOL. Guck mal, wie spät alles hier kommt. Wo ist die rote Kappe? Ja, toll, was die auch nicht sagen. Also, toll verbuggt schon mal. Was? Lass mich bloß in Ruhe. Ja, ich würde dich gerne in Ruhe lassen, wenn ich meine Kiste hätte, meine Kappe hätte. Patty? Ne, du hast nix. Weiß ich nicht, verstehe hier. So, Plunder. Ist nichts drin, benutzbar ist auch nicht. Ausrüstung auch nicht. Logbuch. Nein. Das ist die Seekarte. Inventar, benutzbar, plus alles. Hier ist ein Piratenhut, Piratenklamotten, schön und gut. Da bitte. Ich sehe nicht. Nein, ich bin noch kein Pirat. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe auch nicht gerade, warum ich Leben verloren habe, aber okay. Ich gehe nochmal zu unserem Freund da oben. Weil ich weiß, dass ich die Kappe bekommen habe. Komischweise hätte ich sie jetzt nicht mehr. Ich verstehe es nicht. Weil... Du da. Mach mich zu einem guten Dieb. Es ist alles... Warte hier, Taschendiebstahl. 1000 Gold brauche ich dafür. Okay. Später. Ist gut, dann muss ich was anderes testen. So. Wo ist ein kleiner Verkäufer denn? Weil nämlich dann... Hol ich mir was? So. Jetzt laufen sie mir auch jetzt nicht mehr hinterher. Ich sehe aber was. Zeig mir dein Angebot. Zeig mir dein Angebot. So. Ich will was verkaufen. Da ein paar Sachen echt komisch sind. So, wie viel kriege ich denn dafür? Oh Gott, für 60. 3 Krumm, weg damit. Weg damit. Weg. Yes. Weg, 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 weg. Nein, Goldbrocken. Je 20. Okay. Ich brauche die, aber das ist das Problem. Komisch. Was können wir denn noch so verkaufen? Wie viel brauchen wir denn noch? 100. 164 brauche ich noch. Das, wenn ich die verkaufen würde, sind 63 mal weniger, aber sind immer 104 noch, die ich brauche. Wenn ich die Edelweste verkaufe, fehlt mir immer noch 44 Gold. Was müsste ich denn noch dann verkaufen? Also. Ich glaube, warte mal, wie war das nochmal? Warte. So, diesen Brief da abgeben, dann kriege ich nochmal 100 oder 200 Gold. Mal gucken, ob ich bei dem abgeben kann. Es ist nie zu spät für eine. Gut, gehen wir mal hier rein. Hank, so, Boos. Ah, was oh, führt dich her? Ich hörte, ihr habt ganz guten Rum. Ha, da hast du richtig gehört, Junge. Hier, die erste Buttel geht auf mich. Hier, da ist es. Ich habe hier einen Brief für dich. Das letzte Mal, dass ich einen Brief gekriegt habe, hat mich meine Frau verlassen. Sehen wir mal, ob du bessere Nachrichten bringst. So. An die Herren Piraten. Was für ein Quatsch. Der Sack will eine Entschädigung für den Zucker, den wir geklaut haben. Ich glaube, ich spinne.
Er will unseren Rum? Niemals! Er kann Gold haben. Und ich weiß auch schon, wer dafür bezahlt. Wir haben einen Mann bei der Inquisition. Pedro. Er sollte uns unauffällig jeden Monat ein paar Säcke Zucker besorgen. Jetzt ist die Sache aufgeflogen. Ich würde sagen, das ist sein Problem. Also wirst du dir das Gold, das uns die Fuego-Soldaten vom Hals hält, von Pedro holen. Kriegst du das hin? Erstmal klar. Krieg ich das hin? Das wollte ich hören. Warte, ich schreibe dir schnell eine Antwort. Ich werde keinen Betrag in meinem Brief erwähnen. Sorg einfach dafür, dass die Fuego genug Gold bekommt, damit er die Füße stillhält. Woher du das Gold bekommst, weißt du ja. Hier, mach was draus. Wie stehst du zu Stahlbart? Ha, der alte Halunke ist ein übel riechender Halsabschneider. Ein rumsaufender Plünderer, ein todesverachtender Kämpfer. Aber... Ja? Aber trotzdem habe ich keinen Rum für ihn. So, das war's dann erstmal. Wir gehen erstmal gucken. Ich habe mich mal umgehört. Es heißt, du bist bei der Inquisition rausgeflogen. Ja, und? Ich will nicht, dass sich hier fremde Gestalten einschleichen, die Ärger machen wollen. Ich bin nicht auf Ärger aus. Aber wenn mir einer dumm kommt, dann gibt's aufs Maul. Nichts gegen den kleinen Kampf. Wobei du nicht so aussiehst, als könntest du ordentlich austeilen. Dann zeig mir, wie ich's besser mache. Wegen mir? Aber stellt sich raus, dass du hier bist, um uns zu verarschen, hau ich dich so um, dass du nicht mehr aufstehst. Kapiert? Ei. Wie sieht's mit einem Kampf aus? Kann nicht schaden. Du lernst am besten, wenn dein Blut spritzt. Lass uns kämpfen. Zeig, was du kannst. Zeig's ihm. Ah. Hau! Los doch! Los, worauf wartest du? Zeig's ihm! Los doch! Los, komm, Schlampe! Zeig's ihm! Zeig, was du kannst! Ja, ja, bin noch dabei, Schatzi, dann. Ich muss dich doch irgendwie besiegen. Mach schon! Los doch! Komm, komm mal raus und grüß. Zeig's ihm! Weiter so! Oh, wir haben ihn wirklich besiegt. Nice! Okay, ein bisschen blöd, die Upcam so. Gut gemacht. Habe ich mir nicht eine Belohnung verdient? Wegen mir nimm einen Rum. Obwohl ich ihn eigentlich nötiger habe. Das gefällt mir nur. So, gehen wir direkt mal weiter hier. Ich guck mal, ob ich bei dem einbrechen kann. Ja, verschlossen. Leider nicht. Schade. Wie komme ich eigentlich da wieder hoch? Wir müssen mir einmal ganz rum. Nee, never. Naja, gehen wir mal weiter gucken. Ich glaube da. Ah, da geht's hoch. Wunderbar. Ich will nochmal hochgehen. Genau, schön mitnehmen. Da kann man ja immer gebrauchen. Deswegen. Gucken wir ja mal, wie viel wir erbeuten können. Das ist ein Bett, das können wir nicht erbeuten. Ein Karaffe, das können wir erbeuten. So, das war's aber auch schon leider. Na, ist doch egal. So, oh, falsche Taste. So.
Wir reisen jetzt nochmal schnell zurück. Yes. Da, Pedro. Jetzt hast du ein Problem. Die Fuego verlangt eine Entschädigung für Zucker, der ihm abhanden gekommen ist. Boos meinte, du hast die Sache vermasselt, also sollst du auch bezahlen. Was? Die Fuego gibt sich nicht mit Kleingeld zufrieden. Er wird einen Haufen Gold sehen wollen. Gib mir lieber 300 Goldstücke. Bist du übergeschnappt? Das ist mehr, als ich bis jetzt mit dem Schmuggel verdient habe. So gut bin ich auch nicht. Na, schade. Gib mir einfach 200 Goldstücke. Oh Mann, das ist fast alles, was mir die Sache bis jetzt eingebracht hat. Ja, ist halt so. In Zukunft halt besser auf. So, gehen wir mal hoch. Das speichern wir mal wieder ab. Ich glaube, mit dem Lex ist anscheinend besser geworden, weshalb auch immer. Wie ich sehe, bewacht. Hier. Ich bringe Antwort von den Piraten. Zeig her. Na schön. Wie viel bietet er an? 100 Goldstücke. Was erdreistet er sich? Das ist auf keinen Fall akzeptabel. Ich bin noch nicht gut genug. Na, okay, wird schade. Boos hat gesagt, ich kann bis 200 gehen. Das klingt vernünftig. Ich gehe natürlich davon aus, dass die Übergriffe seitens der Piraten ab jetzt aufhören. Was ist mit meiner Belohnung? Bitte was? Roquefort sagte, ich würde 100 Goldstücke bekommen, wenn ich eine Antwort von den Piraten bringe. Wenn Roquefort dir Gold verspricht, dann soll Roquefort dich ausbezahlen. Ich hörte, es sind Sklaven entlaufen. Ich bevorzuge die Bezeichnung Arbeiter. Sklaven. Unzivilisiert. Wir holen die Wilden aus Aborea und geben ihnen Arbeit, ordentliche Kleidung und ein Dach über dem Kopf. Aber das ist manchen von ihnen nicht gut genug. Sie bevorzugen es, im Dschungel zu hausen wie die Tiere. Schlimmer noch, sie erheben die Hand gegen ihre Herren. In solch einem Fall darf man keine Milde walten lassen. Das wäre schlecht für die Moral der anderen Arbeiter. Daher habe ich ein Kopfgeld auf sie ausgesetzt. Ich bringe die Wilden zur Strecke. Exzellent. Ich werde das Gold für dich bereithalten, wenn du zurückkehrst. 300 Goldstücke für 3 Köpfe. Okay, das hört sich doch sehr gut an. So, wir verkaufen natürlich wieder. Wir brauchen nämlich Gold. So, rum. Proviant brauchen wir selber. Karaffe kann weg. So, rum verkaufen wir. So, jetzt habe ich 936. Was können wir denn verkaufen, was vielleicht gut... Also, was wir nicht gebrauchen könnten jetzt so unbedingt. Goldbrocken. 60. Verdammt, da fehlen uns immer noch 4. Mach mal so, komm. Leider brauche ich das Gold dazu, deswegen. Taschendiebscher war das jetzt, oder? Ja, genau. Und der bringt uns dann Schlössern. Also Schlösserknacken bei. So, geh mal wieder raus. Naja, du wartest, oder? Warte mal. Ne, der hockt da hinten, genau. Das ist Predo, das ist Riley. Steuermann, Bootsmann, Wache. Welcher war das denn nochmal von denen? Der, genau. Das ist was? Das war der Steuermann. Was? Lass mich bloß in Ruhe. Achso, nee, das war der. Naja, gucken wir später mal nach. Vielleicht hat er sich auch pennen gelegt. Wer weiß es. Ich weiß es nicht so wirklich. Und wir gehen auf jeden Fall erstmal hoch zu unserem lieben kleinen Kumpel, da er irgendwie die Kappe weg ist, weshalb auch immer. Und er hier, ja. Das hat so. So. Mach mich zu einem guten Dieb. Es ist alles eine Frage des Goldes. Taschendiebschwall, da. Ich will ein besserer Dieb werden. Da, hier, bring mir Schlösserknacken. Nee. Was ist, warte mal, wir starten jetzt, bevor wir was machen. Später. Mach ich mal abspeichern. Da, so. Und für die Stelle muss ich leider sagen, dass der Part zu Ende ist. Wir sehen uns im nächsten Part. Euer CoinerPage. Tschüss, Koski.